Zeit ist abgelaufen, Sohn von Durotan. Kriegsgeschrei schallt empor im Wind. Das Erbe von einst entstellt unser Land. Und wieder droht ihm Gefahr durch Krieg. Trotzen dem Schicksal und ziehen in den Kampf. Armeen der Sterblichen laufen blind in den Tod. Der brennende Schatten kommt, uns alle zu verzehren. Sammelt die Horde und führt euer Volk seinem Schicksal entgegen. Sucht mich. Was war denn das für ein Albtraum? Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitmachen. Wählt zuerst per Linksklick im Hauptfenster Thrall aus. Lockrelia. Wunderbar. Ihr scheint es ja kaum erwarten zu können. Zuerst müsst ihr aber lernen, wie ihr Thrall Befehle erteilen könnt. Befehlt Thrall, zur nächsten Flagge zu gehen. Klickt dazu unten rechts auf den Bewegen-Button und dann auf die Flagge. Meisterhaft. Das Orklager ist aber noch etwas weiter entfernt. Bewegt den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand, um den Bildschirm nach Norden zu scrollen, wo ihr die nächste Flagge seht.
Sehr gut. Der Weg zur nächsten Flagge führt durch ein schwarzes Gebiet. Daran erkennt ihr, dass ihr dieses Gelände noch nicht erkundet habt. Wie ihr seht, schrumpft das schwarze Gebiet, wenn Thrall es durchquert. So könnt ihr immer sehen, welche Gebiete ihr schon entdeckt habt. Wählt Thrall aus und befehlt ihm, zur Flagge in der Mitte des Lagers zu gehen. Loktar, meine Krieger. Wir erwarten eure Befehle, Kriegshäuptling. Damit Thrall und seine Truppen sich gemeinsam bewegen, müsst ihr sie zuerst alle auswählen. Jetzt sind eure Truppen ausgewählt und ihr könnt ihnen befehlen, zur nächsten Flagge zu gehen. Macht euch bereit. Da vorn lauert ein Gnoll. Wenn ihr Thralls Kriegern befehlen möchtet, diese Monster anzugreifen, wählt all eure Truppen aus und klickt erst auf den Angreifen-Button, dann auf den Gnoll. Niemand wird überleben. Das war nur ein Speer. Aber das Lager der Gnolle ist in der Nähe. Schickt eure Truppen mit einem aggressiven Angriffsbefehl in das gegnerische Lager. Wählt dazu all eure Truppen aus, klickt auf den Angreifen-Button und schickt sie dann mit Linksklick auf den Boden in die Mitte des Gnolllagers. Sehr gut. Thrall ist durch die Erfahrung, die er im Kampf gesammelt hat, eine Stufe aufgestiegen. Nur Helden können Erfahrung sammeln und damit im Lauf der Zeit unglaublich mächtig werden. Helden erhalten jedes Mal einen Heldenpunkt, wenn sie eine Stufe aufsteigen. Mit diesen Punkten können sie neue Fähigkeiten erwerben oder schon erlernte Fähigkeiten verbessern. Wählt Thrall aus und klickt unten rechts auf den Heldenfähigkeiten-Button, um Thralls Heldenpunkt zuzuweisen. Jedes Mal, wenn ihr auf den Heldenfähigkeiten-Button klickt, werden rechts unten die Fähigkeiten angezeigt, die erlernt werden können. Klickt unten rechts auf den Kettenblitz-Button, um Thralls Heldenpunkt zuzuweisen und die Fähigkeit Kettenblitz zu erlernen. Kriegshäuptling, wir haben im nahen Fluss einen Trupp Murloc-Räuber entdeckt. Die Murlocs wären ein ideales Ziel für euren neuen Kettenblitzzauber. Um Thralls neue Fähigkeit einzusetzen, klickt auf den Kettenblitz-Button und wählt dann mit einem Linksklick einen Murloc als Ziel aus. Ja. Manche Ungeheuer lassen Schätze fallen, wenn sie besiegt werden. Schatztruhen enthalten mächtige magische Gegenstände, die nur von Helden wie Thrall aufgehoben werden können.
In dieser Schatztruhe war ein nützlicher Mana-Trank. Im Inventar in der unteren Bildschirmmitte seht ihr, dass der Trank jetzt einen von Thralls Inventarplätzen einnimmt. Mana-Tränke können das Mana eines Helden auffüllen. Die magische Energie, die er braucht, um Zauber wie zum Beispiel Kettenblitz zu wirken. Befehlt Thralls Kriegern, das Gebiet flussaufwärts zu erkunden und dabei den Flaggen zu folgen. Das Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, Krieger. Lasst die Dunkelheit nicht eure Sinne trüben. Ja. Ondabu. Also weiter. Lokregal Nogul. Ja. Für die Ehre. Ein Oger. Würde dieses Ungeheuer nicht schlafen, hätten wir jetzt einen erbitterten Kampf vor uns. Ja, also was weiter. Ihr wollt. Lokregal Nogul. Ja. Die Geister sind ruhelos. Ja. Für die Ehre. Ein Golem. Passt auf, meine Brüder. Diese Wesen schlafen nachts nicht. Ondabu. Für die Ehre. Ich bin der Kriegshäuptling. Die Geister sind ruhelos. Ja. Ich bin der Kriegshäuptling. Hervorragend. Thrall hat einen magischen Ring gefunden. Ringe sind sehr nützlich, da sie einen konstanten passiven Bonus gewähren, solange sie getragen werden. Also weiter. Ja, Ondabu. Für die Ehre. Ondabu.
Waldtrolle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie einst zur Horde gehört haben. Die Geister sind ruhelos. Wir Schicksalshammer! Also weiter. Lokregal, Nogul. Die Geister sind ruhelos. Ja. Sehr gut. In dieser Schatztruhe war ein Zauberbuch, mit dem ihr Thrall dauerhaft stärken könnt. Ondabu. Für die Ehre. Ondabu. Ja. Ondabu. Ja. Thrall hat kaum noch Mana. Benutzt den Mana-Trank, um Thralls Mana wieder aufzufüllen, damit es für weitere Zauber ausreicht. Ondabu. Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Ich weiß vieles über euch und euer Volk, junger Kriegshäuptling. Aber wer ich bin, ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk sammelt und dieses Land sofort verlasst. Verlassen? Was hat das zu bedeuten, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft erblickt und den großen brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja. Und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalendor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir... Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Das alles ist sehr rätselhaft. Aber die Geister raten mir, ihm zu vertrauen.